Hallo an alle Zander-Menschen. An alle Zander-Zuschauer ein herzliches Willkommen, hallo und schönen guten Abend und Dankeschön, lieber Zander. Danke. Vielen lieben Dank. Zanderer. Ich weiß nicht. Das ist dann wohl dein Problem. Oh, da irrst du dich aber. Schnapp den! Och, Digga, ist das dein Ernst jetzt? Ich meine, ihr seid Hexenjäger. Mir ist es relativ wurscht. Dann töte ich euch halt. Was mache ich? Hexe! 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 Guck mal hier. Au, ach, aber das war nicht gut. Au, 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 au. Oh, ich hab grad zwei auf einmal gekillt. Double kill! Ihr Schweine. Macht ihr denn so einen exorbitanten Damage, ihr Pisser? Was ist los mit euch? Was ist los mit euch? So, gut. Zeugen. Zu viele Zeugen. So. Ah, wunderbar. Na gut. Zu Radovid müssen wir hinüber. Zu Radovid. Haben wir hier einen Schnellreisepunkt? Ich glaube, der war ziemlich weit weg. Ah ja, die Cam. Hallo, guten Tag. Oh ne, hier ist sogar ein Schnellreisepunkt. Moment. Wait just a minute, please. Hier ist er. Da ist er. So, wo ist denn dieser Radovid? Da ist er. Noch. Noch rüber. Der Trank Schwalbering regeneriert sowohl im Kampf als auch sonst Vitalität. So, ist das so, ist das so. Okay. Let's go. Radovid. Moin. Dies ist das Schiff seiner Majestät Radovid des Fünften, König von Redanien. Nenne dein Begehr. Als Maulhässlord? Nee, keine Ahnung. Moin. Ich will den König sehen. Es geht um Philippa Eilhardt. Wenn das so ist, komm mit. Aber keine plötzlichen Bewegungen. Ich hab dich im Auge. Hexer, hast du Fortschritte gemacht? Hast du Eilhardt gefunden? Bei mir ist es nicht warm. Bei mir ist aber nur das Licht ein bisschen falsch platziert. Und ich habe ölige Haut. Das ist kein Schweiß. Alles gut. Weiß nicht, ich bin fett und fette Menschen haben immer ölige Haut. Das ist das Bratenfett, was aus den Poren quillt. Verstehst du? hier. Nein, sie war nicht in ihrem Versteck. Aber ich habe dort diesen Kristall gefunden. Hätte ich einen glitzernden Stein gewollt, wäre ich zum Juwelier gegangen. Du solltest mir Eilhardt bringen. Das ist der Kristall eines Megaskops. Die Magier, die ihr gefangen haltet, müssten daraus Informationen erhalten können. Ja, dann wären sie endlich mal zu was Nütze. Ist zwar nicht genau das, was ich erwartet habe, aber du hast dir deine Bezahlung verdient. Jetzt entschuldige mich bitte. Ich muss mich um andere Angelegenheiten kümmern. Okay. Easy. Ich meine, wir können ihm das Ding ruhig geben, wir bringen den eh bald um. Von daher passt das schon. Das ist schon voll in Ordnung. Da kann man dem ruhig mal die Wahrheit sagen, finde ich. So. Nun denn, also eine Quest würde ich für heute wohl noch machen. Die Frage ist, welche? Auge um Auge trifft Jorge in seinem Lager. Ja, dann. Das klingt doch nicht schlecht. Jorge. Ist das weit? Wo ist das? Ja, gut, ist schon ein Stückchen. Da reisen wir eben schnell hin. Mit Schnellreise. Passt schon. Eine Quest mit Zoltan wäre schon cool, ne? Der ist halt ultra, ultra lustig. Aber ist halt ein Zwerg. Zwerge sind immer lustig. Warte mal, wo war denn jetzt der Schnellreisepunkt hier? Toll, ich bin voll dran vorbeigelaufen.
GG, Tobi. GG. Warum das lange Gesicht? Hast du dich eingeschissen? Vielleicht. Ein Hexer, das hat unserer Truppe. Moin. Noch einen Streich und links zwei. Werft es hinaus, das Schwarze. Bitte was? Wenn das alles vorbei ist, mache ich in Güsima ein Bordell auf. Moinsen. Gerald von Riva. Gesund und munter. Was machst du hier? Skoyatel jagen? Du scherzt. Die Skoyatel interessieren keinen mehr. Temerien zählt. Sonst nichts. Wie hat es dich hierher verschlagen? Mit der Armee natürlich. Ihren Resten jedenfalls. Als Nilfgaard über die Jaruga kam, habe ich alles fallen gelassen und bin an die Front geritten, um zu kämpfen. Ich bin zur zweiten temerischen Armee unter Johann Natalis gestoßen. Wir sollten die Schwarzen bei Dol Blatana am Berg Carbon aufhalten. Das haben wir auch. 3 Tage lang. Dann haben sie Kleinholz aus uns gemacht. Hä? Kurz darauf hörte ich, dass Radovid seine Kräfte bei Novigrad sammelt, dass er geschworen hatte, für einen freien Norden zu kämpfen. Ich bin mit den Resten von Natalis Armee durchgebrochen, aber... Aber? Aber Radovid war nicht besser als M hier. Daher entschied ich mich für meinen eigenen Kampf. Wie heißt er denn jetzt? Johann oder Natalie? Versteh's nicht. Naja, gut. Du erwähntest ein Problem. Wes. Sie hat mit ein paar Männern den Fluss überquert und will bei Maulbeertal die Schwarzen überfallen. So? Klingt wie etwas, das Partisanen tun würden. Die handeln auf Befehl. Ich hatte Wes aber verboten, das Lager zu verlassen. Unbefristet. Warum Maulbeertal? Was wollte Wes denn da? Die Bauern aus dem Dorf haben uns geholfen. Das haben die Nilfgaarder erfahren. Angeblich ist eine Strafexpedition geplant. Vermutlich werden sie jeden 5. Dörfler hängen. Dann kann ich Wes verstehen, wenn sie die Dörfler retten will. Dich aber nicht, wenn du was dagegen hast. Krieg bedeutet Tod. Nicht nur für Soldaten, auch für Zivilisten. Man kann nicht alle retten. So einfach ist das. Seltsam. Ich habe dich für einen Idealisten gehalten. Das war ich auch und bin es noch. Aber mein Ideal ist ein freies Temerien. Dafür würde ich alles opfern. Vertraust du Wes nicht mehr? Quatsch. Sie würde für mich sterben. Das ist nicht das Problem. Kennst du den Unterschied zwischen einem Soldaten und einem gewöhnlichen Haudegen? Die Uniform? Das war eine ernste Frage. Nein, eine rhetorische. Also warte nicht auf die Antwort, sondern erleuchte mich einfach. Soldaten denken taktisch. Sie wissen, wann man zuschlägt oder sich zurückzieht, wann man anstürmt und wann man verteidigt. Wes ist nicht gut darin. Sie ist impulsiv und hitzköpfig. Im Partisanenkrieg kann aber ein falscher Schritt den Tod bedeuten. Ich habe ihr befohlen, im Lager zu bleiben, weil ich fürchtete, dass sie draußen wild wird und Fehler macht. Und ich hatte recht damit. Du kennst die also wie deine Westentasche, verstehe ich. Okay. Also lautet das Problem Ungehorsam. Was soll ich da machen? Ich bezweifle, dass Wes im Dorf ist. Wahrscheinlich lauert sie mit den Männern im Wald nebenan. Wir müssen sie finden und aufhalten, bevor sie zuschlägt. Du bist ein guter Fährtenleser. Hilf mir. Gibt EP, gibt Geld, bin ich bei. Du kannst auf mich zählen. Danke, Gerald. Du hast was gut bei mir. Treffen wir uns in Velen beim Galgenhügel. Von da aus ist es nur ein Steinwurf bis Maulbeertal. Ja, machen wir. Düse ich gleich mal los. Ich bin vor dir da. Du warst schon überall. Erzähl mal. Da sehen sich die Nö, ich erzähl gar nichts. Geh dich alles einen Scheißdreck an. Geh selbst die Welt erkunden.
Warte. Beim Galgenhügel, da siehst du. Ach, guck mal, wir reißen so rüber in die alten Biome. Oh, cool. Wollen wir mal die drei hier, die Tic-Tac-Toe besuchen? Aus dem Sumpf? Wie hießen die nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Huch. Ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Moin. Da unten ist das Dorf. Schon schwarz von Nilfgaardern. Die Mumen, sie bereiten ja, genau. Exekutionen vor. Von Wes keine Spur. Sie mag ungestüm sein, aber dumm ist sie nicht. Sie wartet auf ihren Moment. Vielleicht greift sie in der Dämmerung an, wenn... Psst. Was denn? Drei Leute. Mal. Leichte Ausrüstung. Schleichen ran. Da drüben beim... Tod den Schwarzen! Edme! Zürche! Sieht aus, als kämen wir zu spät. Klar. Komm mit. Wo? Hä? Achso. Ich komme. Töte alle Nilfgaardner. Okay, alle, die auf der Map sind. Let's go. Challenge accepted. Bim, bim, bim. Wes. Gott, 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 Gott. Warte mal. Ich hänge am Zaun fest. Meine Fresse. Ich gehe schon mal weiter, ne? Das Mädel braucht Hilfe. Erinnert mich gerade ein bisschen an Dynasty Warriors hier. Junge. Bruder. Oh, toll. Trifft er mich halt auch noch, der Pisser. Na komm, schlag von hinten zu. Los. Heute noch. Jetzt du. Und jetzt ich. Mann. Jetzt greif halt mal an. Na also. Meine Fresse. Kein Wunder, dass du Hilfe brauchst. So, warte mal. Einer lebt noch? Nee, lebt keiner mehr. Mal Wes, bist du völlig übergeschnappt. Du ignorierst meine Befehle, gehst auf eine Selbstmordmission und rennst auch noch ohne Brustplatte in den Kampf, mit offenem Hemd und entblößtem Bauch. Du bist nicht mein Vater, Roche. Du hast kein Recht, mir zu sagen, was ich anziehen soll. Ich bin dein Kommandant und du gehorchst. Partisanenkrieg. Krieg! Dazu braucht man Armeen, verdammte Scheiße! Ich konnte sie nicht im Stich lassen. Sie haben uns geholfen. Soldaten töten, Wes. Sie retten nicht. Wenn das dein Wunsch ist, dann geh zu den Schwestern der Militäle und werd Heilerin. Verfick doch mal. Gib mir deine Waffe. Du kriegst sie zurück, wenn du wieder bei Verstand bist. Solltest du das jemals wieder sein. Raus! Fran! Oha, ihr habt einen Gefangenen. Wir machen keine Gefangenen. Du hast meine Waffe, Roche. Also muss ich's mit bloßen Händen tun. Lass ihn. Hier gibt es genug Leichen. Was? Du hast mich gehört. Ja, und ich kann es nicht glauben. Er kam her, um Zivilisten zu ermorden. Er hat uns gesehen. Soll er in sein Lager zurückkehren und davon berichten? M hier weiß, dass wir seine Männer töten können. Er soll erfahren, dass wir auch Gnade zeigen können. Bring ihn um. Roche, edel von dir, keine Frage. Aber ich arbeite gelegentlich für Nilfgaarder. Offen gestanden will ich keine Schwierigkeiten. Das gefällt mir nicht. Aber sei es drum. Du sollst wegen dieser Sache keinen Ärger kriegen. Gut gesagt, Geralt. Ein guter Schwarzer ist ein toter Schwarzer. Ich erwürge die Kakerlake. Geh beiseite. Ich mache das. Ach so, jetzt auf einmal oder was? Nein, Druck her! Oh. Ach, wir sollten verschwinden, ehe eine Patrouille kommt. Danke, Geralt. Wenn du mal Hilfe brauchst, weißt du, wo du mich findest. Ich will nicht wissen. Egal, können wir die doch looten vielleicht? Oh ja, wir können doch looten, guck mal. Looten wir die jetzt? Dann gehen wir ein bisschen was verkaufen. Da, 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 da,
Dankeschön, jetzt haben wir so viele Quests heute gemacht. Und sind aber trotzdem nicht aufgestiegen, ne? Oder hatten wir... Ne, wir hatten kein Level-Up. Ne, hatten wir nicht. Das ist aber doof. So. Oh, ja, her damit. Ach, wobei, das hatten wir, glaube ich, alles schon hier, ne? Die Tafel war schon gelootet damals. Das kannten wir leider schon. So, Pferd, komm ran. Wo ist der nächste Schnellreisepunkt? Ach, da kann ich auch hinlaufen. Moin, Plötze. Tschüss. Doch, Level, sind wir aufgestiegen? Ich dachte, wir waren schon Level 19. Ich dachte, wir waren schon Level 19, aber gut. So, einmal verkaufen. Puh, wo waren das denn? Platz des Hierarchen, glaube ich. Hatten wir Level 19? Okay, ich wusste nicht mehr. Du hattest ein Level-Up nach dem Töten von Vampiren. Ah, okay. Okay. Alles klar. So. Ein Kunde mit Verstand. Hier ist wieder Technomucke am Start. Warum erst morgen kaufen, was du heute weg, 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 weg. Warte, warum waren das? Das ist dieses, ich suche diesen Händler immer und immer wieder. Und ich werde, da ist er. Ich werde ihn immer und immer wieder suchen. Erstklassige ja, ich weiß, danke. Und das Wetter ist scheiße, zum Glück reisen wir bald ab. Ich weiß. So, pass auf. Erstmal den ganzen Unrat hier verkaufen. Das kann, glaube ich, auch alles weg. Hatte das gerade mehr Schaden gemacht als unser Schwert? Das war belastend. Da gucken wir gleich nochmal. Weg, weg, weg. Ach, der Gegenstand ist unverkäuflich, okay. Ich verstehe. Der wahrscheinlich auch, ne? War klar. Eine Greifenstahlschwert. Was ist das? Silberschwert. Das ist uns halt, wie gesagt, besser, aber ich würde es halt trotzdem gerne... Ich glaube, wir zerlegen das. Ja. Ja, passt. Wir müssen mal kurz gucken. Bis dann. So, warte mal, warum ist das besser als unser Stahlschwert? Bonuserfahrung bei Humanoiden. Boah, das müssen wir eigentlich fast schon nehmen, ne? Ist das nicht das, was wir vorher auch hatten? Ich dachte ja. Erstklassiges Schwert. Okay, zeig mir deine Waren, Bruder. Zeig mal, was du anzubieten hast. Zeig mir deine Waren, Gesichter. So. Jo, das kann auch beides weg, oder? Ja, komm weg damit. Ah, wir haben wieder so viele von den Dingern hier dabei, ne? Was haben wir hier noch? Weg, 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 weg. Ach, das hatte mehr Rüstung, aber scheiß drauf. So viel mehr kann das gar nicht haben. Die Stiefel müssen wir gleich mal gucken. Haben wir noch Sattel dabei? Wir hatten doch hier so eine Satteltasche gefunden. Kapazität der Satteltasche. Müssen wir mal gucken. Bis dann. So, warte. Satteltasche. Welche, was haben wir nochmal für eine Satteltasche? Auch 30. Naja, gut, okay, das ist das Gleiche. Ich verstehe. Aber wir hatten noch... Warte mal, irgendwas wollte man noch... Die Schuhe, genau. Was haben wir hier nochmal? Rüstungsdurchbohrung, Durchbohrungsschadenresistenz. Und was haben wir hier? Das ist zusätzlich noch gesockelt, ne? Aber es sind halt unsere Greifenstiefel. Also eigentlich, boah, das ist schwierig jetzt. Das ist schwierig. Weil eigentlich wollte ich das grüne Set schon behalten. Scheiße. Wir behalten die Stiefel einfach mal. Ich vertick die Satteltasche eben noch. Ja, ich weiß, danke. Zeig mir die Waren, Bruder. Zeig mir deine Waren, Bruder. Zerlegen? Nein. Nein, 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 nein. Handeln. Hier und dann da und das. Weg damit. Und dann reparieren wir auch nochmal schnell. Pumps. Und die Stiefel reparieren wir auch. Okay.
cool. Haben wir hier irgendwo, wir haben doch hier auch irgendwo unsere Kiste, glaube ich, ne? War die nicht auch hier irgendwo in der Nähe? Da würde ich nämlich gerne die Dings noch reinpacken. Ja gut, was heißt in der Nähe, ne? Nicht ganz, aber da reisen wir eben schnell hin, das passt schon. Da können nämlich die Rude noch reinpacken. Du wolle Rose kaufen? Ich nix Rose kaufen. So, ist das eine Brücke da unten? Ich hoffe doch. Ich hoffe doch. So, einmal an die Kiste bitte. Benimm dich, Hexer. Als Maul. Klatsch dich, Junge. Moin. So, was haben wir denn hier? Guck mal, wir haben jede Menge von dem Stuff hier drin, ne? Voll heftig. Wir werden die wahrscheinlich nie im Leben brauchen, aber wir haben sie. Das ist die Hauptsache. So. Wir könnten bei der Rüstung halt mal gucken. Haben wir die Sachen, wo wir haben, sind nicht gesockelt, ne? Logischerweise, weil das Greifenrüstung und sowas ist. Könnte man die Greifenrüstung irgendwie sockeln? Ich pack mal die Schuhe damit rein. Geht das? Okay, das geht. Okay, das ist nice. Das könnte man auf jeden Fall vielleicht mal drüber nachdenken, ob wir das vielleicht mal machen. Wenn du die hochschmiedest. Ah, okay, die Nummer war das. Da hatten wir doch aber auch noch eine Mission, oder? War das nicht noch irgendwas? Schatzsuche, Greifenrüstung? War da nicht noch irgendwas gewesen? Ach nee, das ist diese Katzenrüstung. Weil wir mussten ja noch irgendeinen Stuff suchen, um die zu verbessern, glaube ich, ne? Konnten wir hier eigentlich noch irgendwas machen? Irgendwie irgendeinen neuen Trank oder sowas brauen oder ein Upgrade geben oder sowas? Das Vampiröl können wir machen, das machen wir gerade mal. Verbessert das Vampiröl. Können wir theoretisch gesehen auch schon machen, aber wir haben nur... Okay, wir haben von allen Zutaten genug. Ziehen wir durch. Und ansonsten passt das eigentlich. Bomben, können wir da? Diatrim-Bombe? Ja, das lasse ich gerade erstmal. Das können wir machen, wenn wir was brauchen. Wobei, wir können das grüne Mutagen vielleicht machen. Und können dann auch mal gucken bei unserem Charakter. Haben wir nämlich wieder 3 Punkte verfügbar. Guck mal einer an. Und da unten theoretisch gesehen auch noch einen freien Platz für irgendeine... Zum Beispiel diese hier. Präzisionsschläge. Was war das nochmal? Bei schnellen Angriffen um 2% den Schaden der kritischen Treffer. Nächste Stufe erhöht die Chance auf kritische Treffer bei schnellen Angriffen um 4%. Okay. Könnten wir theoretisch sehen machen. Das könnten wir machen. Was haben wir hier noch? Breites Kreuz. Das ist schon 3 von 3, 5 von 5, 3 von 3. Da können wir nicht mehr viel machen. Wann wird das hier eigentlich freigeschalten? Stufe 22. Dann heben wir uns die Punkte mal noch ein bisschen auf. Besser ist das, glaube ich. Dann können wir nämlich dann, wenn wir noch 3 Level up haben, können wir dann richtig rein, richtig geil reinhauen bei dem, anderen Dings. Dann können wir irgendwas gleich hochpushen und können dann direkt richtig fett abrocken mit unseren Fähigkeiten. So. Einmal noch vorgespult, dass wir wieder aufgeladen sind. Was für eine Eleganz. Ja, danke, ich weiß. Ich habe eine Stunde hier gesessen. Ich bin echt elegant, Bruder. So, dann speichern wir mal. Und dann würde ich mich tatsächlich auch so langsam verabschieden. Auf YouTube auf jeden Fall ein ganz, ganz liebes Dankeschön fürs Zuschauen. Witcher-Streamchen ist immer am Donnerstag. Ne? Also immer Donnerstag ist Witcher-Streamchen. Vielleicht wollte er ja mal dabei sein. Würde mich auf jeden Fall freuen. So, auf YouTube auf jeden Fall ganz, ganz liebes Dankeschön. Die Aufnahme endet an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und haut rein. Haut rein.